Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute ein Unboxing für euch. Ihr seht es schon am Titel und ihr seht es jetzt auch. Ich habe eine neue Mädchenbox. Ich habe ja schon die Glossy Box und die My Little Box im Abo. Und ich habe gedacht, es ist vielleicht mal Zeit für einen anderen Blick, für eine andere Box. Und dann habe ich gedacht, wir probieren einfach mal die Goodie Box aus. Und wir packen meine erste Box zusammen aus. Und ich weiß, dass was zu schminken drin ist. Deswegen bin ich jetzt auch nicht fertig gemacht. Und wenn ihr Interesse habt zu erfahren, was in meiner ersten Goodie Box enthalten ist, dann bleibt doch einfach mal dran. Okay Mädels, ich habe meine erste Goodiebox abonniert und ich weiß, was drin ist, weil ich Unboxings schon gesehen habe auf anderen Kanälen. Deswegen bin ich heute auch nicht richtig fertig gemacht, weil wir machen uns gleich noch zusammen fertig. Hier befindet sich nämlich etwas drin, womit wir schminken können. Ich habe die Goodiebox abonniert. Habe es ja schon im Trailer gesagt, im Vorspann. Ich habe ja die Glossybox und auch die My Little Box im Abo. Und habe gedacht, so von wegen, ich brauche mal so ein bisschen einen anderen Input. Ich will mal gucken, was in anderen Boxen so drin ist. Und deswegen habe ich mich für die Goodiebox entschieden. Das ist auch eine Abo-Box, die kostet 19,95 € im Monat, ist jederzeit kündbar. Und es ist immer mindestens ein Wert von 70 € an Produkten drin, 5 bis 7 Produkte. Das ist das, was ich auf der Seite gelesen habe. Es ist eine dänische Box, also der Herausgeber dieser Box sitzt in Kopenhagen und deswegen bin ich mal ganz hoch, Entschuldigung, jetzt wackelt ihr ein bisschen, weil ich mir meine Schere geholt habe. Die sitzen in Kopenhagen und da bin ich mal ganz gespannt, was da so drin ist. Also wie gesagt, ich weiß, was in dieser Box drin ist. Ich erinnere mich so an 2, 3 Produkte, weil ich das schon gesehen habe. Also es kommt in so einer Umverpackung, da ist nicht besonders viel Schutz drumherum. Das ist ein sehr dünne Pappe und das ist die Box. Was ich aber so schön finde an dieser Box ist, es ist mal was anderes. Ihr könnt sie nämlich weiterverwenden, so sieht sie aus, weil das hier so eine Schublade ist. Und ich denke so, ich werde mal so ein Vierteljahr Boxen testen und die passen hier gerade noch so unter meinen Tisch drunter, wo ich dann vielleicht mal ein paar Sachen, zu denen ich nicht ständig greife, zwischenlagern kann. Also sie ist jetzt in so einem Grün, hier oben steht Goodie Box drauf. Und sieht so von innen aus. Da kommt uns auch schon das erste Produkt entgegen. Oh, ich hoffe, ihr wackelt nicht zu sehr, wenn ich hier an meine Konstruktion komme. Was haben wir denn hier drin? Wir haben ein Kärtchen, ein Werbekärtchen von Nextory. Das scheint ein Hörbuchanbieter zu sein. Gib deine Informationen ein und benutze den Code. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Scheint auch so ein monatliches Abo zu sein wie Audible. Das werde ich mir mal angucken, was die da so anbieten. Und dann haben wir hier Back to Nature Goodie Box. Ah, das ist der Flyer mit den Produkten, die sich hier drin befinden. Es ist jedes Produkt beschrieben und auch der Preis, was es kosten würde, wenn man sich das Produkt kauft. Und wenn ich jetzt hier mal so den ersten Blick drauf werfe, sind da ganz nette Produkte drin. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 Produkte. Und ich glaube, das ist die Zugabe, weil es meine erste Box ist. Deswegen liegt das auch so ein bisschen abseits. Das ist La Rosée, eine Regenerationsmaske in Stickform. Das ist ja mal was ganz Interessantes. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Also es ist hier so ein rosa Stick mit einem Käppchen oben drauf. Und dann kann man das rausdrehen, Käppchen abmachen. Hat ein bisschen seifig-rosigen Duft. Und dann kann man das wahrscheinlich auf das Gesicht auftragen, eine Maske. Damit muss ich mich mal beschäftigen. Bräuchte ich mal meine Brille? Habe ich auch eine hier, aber das steht hier nicht auf Deutsch drauf, wenn ich das richtig sehe. Muss ich mal gucken, ob ich auf der Goodiebox-Seite vielleicht was dazu finde. Aber wir schauen mal. So, mit meinem Haarreifen komme ich hier wieder nicht so ganz hin. White Clay. Es steht hier auch auf Niederländisch drauf und das kann man dann vielleicht noch mal so ein bisschen herleiten. Das ist unserer Sprache, unserem Plattdeutschen ja ein bisschen ähnlich.
Eine regenerierende Maske in Stickform. Herstellend, reinigend und detoxend. Jo. Wie man die anwendet, weiß ich jetzt allerdings nicht. Da muss ich mich mal schlau machen. Steht da hier vielleicht noch ein bisschen was drin? Ich habe einen Freundschaftscode. Da könnt ihr mal 50% auf eure erste Box sparen. Da könnt ihr mal in die Infobox gucken. Da habe ich euch auch Vorteilscodes nochmal geschickt, wenn ihr mal die My Little Box und die Goodie Box austesten möchtet. Okay, hierzu habe ich jetzt keine Beschreibung. Da werde ich mich mal schlau machen, wie man diese Maske verwendet. Denn nur auftragen, damit ist es ja nicht getan. Das muss ja auch wieder runter oder eingearbeitet werden. Okay. Aber jetzt gehen wir mal hier ran. Das ist hier wieder in so einem schönen Seidenpapier. Das passt gut, ne? Das Pink, dieses Beerige und das Grüne. Und dann klappen wir das mal auf und da sind die Produkte drin. Da gucken wir mal, was wir da so haben. Wir haben hier von Star Skin. Habe ich schon mal eine Maske gehabt, auch eine Lippenmaske, glaube ich, von Star Skin. Das ist eine 7-in-1 Miracle Skin Mask Pads. Okay, das scheinen so Pads zu sein, die man sich auf die Finger zieht. Diese All-Day Mask von Star Skin ist eine luxuriöse Beauty-Innovation, die eine 7-stufige Hautpflegeroutine in einem einfach anzuwendenden Maskenpad kombiniert, das sofort für frische Haut sorgt. Perfekt, wenn du spät aufgewacht bist und wenig Zeit hast. Einfach Gesicht reinigen und trocken tupfen, mit der perligen Seite die Haut 7 Sekunden lang sanft massieren, anschließend umdrehen und das restliche Serum einklopfen. Ideal vor dem Auftragen von Make-up oder als Powermaske über Nacht. Kostet 32,50 Euro? Das Teilchen kostet 32,50 Euro? Holla die Waldfee. Das ist doch noch teurer als die Charlotte Tilbury Masken sind, oder? Also das... 32,50 Euro. Originalpreis. Pro Stück. Das ist nicht so, dass da mehrere drin sind. Pro Stück. Aha. Da sage ich jetzt mal nichts zu. Dann haben wir Mind Hand Sanitizer. Moshi Moshi Mind. Ist mit 70% Ethanol, 40 Milliliter. Also scheint was für die Handtasche zu sein. Originalpreis 11 Euro. Das luxuriöse Handdesinfektionsmittel für 11 Euro ist es das. Von Moshi Moshi Mind ist weitaus mehr als nur ein Desinfektionsmittel. Es ist ein innovatives Produkt, das sich nach ein paar Sekunden in eine Feuchtigkeitscreme verwandelt und deinen Händen Feuchtigkeit und Schutz verleiht. Say what? Es enthält Shea-Butter, die Haut regeneriert und beruhigt, und Süßmandelöl, das dafür bekannt ist, die Haut weich zu machen und mit Feuchtigkeit zu versorgen. Zusammen wirken sie Wunder auf deiner Haut und verhindern, dass sie austrocknen. Nutze 1 bis 2 Tropfen pro Anwendung. Dann hält das auch lange, 1 bis 2 Tropfen pro Anwendung. Okay, das ist versiegelt. Machen wir mal ab, das wird jetzt ausprobiert. Ihr habt Zeit, ne? So, geöffnet, ein Tropfen, 2 Tropfen, okay. Ja, man riecht den Alkohol. Das bisschen soll reichen, ist mir ein bisschen zu wenig. So, jetzt steht da ja, ich nehme mal noch mal 2 Tropfen. Desinfizieren. Das muss man ja mal überlegen, ist das nur antibakteriell oder ist es auch antiviral? Aber ich denke mal, es ist eher ein kosmetisches Produkt, als dass ich mich da auf die desinfizierende Wirkung verlassen würde. Also es zieht wirklich sehr schnell ein. Nicht zu vergleichen mit einer Handcreme und eigentlich auch nicht mit einem Sanitizer, wie ich es eigentlich kenne, mit Desinfektionsmitteln. Steht auch nichts drauf, antibakteriell, antiviral, irgendwas. Also würde ich mich so nicht drauf verlassen.
auf die desinfizierende Wirkung. Es ist Alkohol mit drin, ein bisschen desinfizierend wird es sein, aber wir wissen alle, wir müssen Desinfektionsmittel auch zwischen den Händen, also hier zwischen den Fingern einreiben, unter die Nägel, und das geht halt in dieser Kürze der Zeit nicht. Oh, ich bin schon wieder so negativ, ist eigentlich gar nicht so. Eigentlich bin ich gar nicht so negativ, aber bei manchen fühle ich mich halt auch vergaukelt. Also diese Maske für 32,50 würde ich mir im Leben nicht kaufen. Und so kriegt man natürlich auch den Wert einer Box sehr hoch dargestellt. Ne? Wenn man sagt, so eine Maske, das kostet schon mal 32,50. Das ist quasi die Hälfte des Wertes von 70 Euro schon mal fast weg. Ne? Okay, dann haben wir hier einen Lip Balm von Marie Stella Maris. 12 Euro, hat wie viel Milliliter? Nee, das ist nicht meine Brille. Meine Brille ist hier. Steht nicht drauf, wie viel Milliliter. Und hier 12 Milliliter. Ganz klein steht es da. Ein 100% natürlicher feuchtigkeitsspender Lippenbalsam, der Shea Butter, Mandelöl und Jojobaöl enthält und trockene Lippen wieder weich macht und hydratisiert. Er zieht schnell ein, verklebt nicht und hat einen dezenten Duft von Eukalyptus und Menthol. Perfekt für trockene Lippen, die einen kleinen Minzboost brauchen, um sich auf den Frühling vorzubereiten. Ich vermute, es pritzelt. Ich habe jetzt allerdings einen Lippenbalsam drauf. Den von Rituals. Aber gucken wir mal. Also, der kommt hier mit so einer komischen Applikation. Ja, man riecht Minze und Eukalyptus. Ein Duft, den ich sehr mag. Habe ich gesagt, dass das 12 Euro kostet? Also 1 Euro der Milliliter? Erinnert mich ein bisschen an Pulmol. Nicht so stark wie Pulmol, aber es pritzelt. Also, wenn man sehr empfindlich ist, pritzelt es vielleicht, aber ein Pritzeln an sich verspüre ich da jetzt nicht. Ich verspüre so ein bisschen einen ganz kleinen Hauch von Kühlung, weil das sind die ätherischen Öle. Aber ansonsten sehr angenehm. Kann ich mir gut für abends auf dem Sofa vorstellen oder in Vorbereitung für die Nacht. Ist eine Full Size. Also bei dieser Maske steht jetzt nicht extra dabei. Ah, okay. Man muss auch zu Ende lesen. Es ist keine Full Size. 18 Stück sind da in der Originalverpackung für 32,50 Euro drin. Dann ist es okay. Dann will ich nichts gesagt haben. Also das ist nur eine Probe. Da sind normalerweise 18 Stück drinnen. Da kosten dann 32,50. Jetzt haben wir es aufgeklärt. Das andere sind alles Full Sizes. Also gefällt mir gut. Mal gucken, wie sich so über Nacht verhält, wie es mit meinen Lippen so funktioniert. Dann haben wir hier drinne, den werde ich gleich verwenden, Flickstick. Das ist ein Eyeliner-Stick, Flickstick. Dieser schwarze Flickstick Eyeliner ist vegan und frei von Parabenen. Er sorgt mit seiner Pinselspitze für einen absolut präzisen Lidstrich. Die Pinselspitze ist flüssig, einfach in der Anwendung, trocknet schnell und verschmiert nicht. Halleluja, ganz egal, ob du einen klassischen Lidstrich, einen Wing-Look oder das typische Cat-Eye bevorzugst, der Wow-Effekt ist dir sicher. Okay, jetzt habe ich es auch endlich auf. Ich habe nebenbei gefummelt. Das ist der Stick. Der ist so ein bisschen konisch, ne? Und der hat eine Pinselstiftspitze. Mal gucken. Die ist recht fest, also formstabil. Das ist der Strich, das ist ein schönes Schwarz. Das kann man auch ein bisschen breiter machen, den Strich, wenn man den an, je nachdem, wie man ihn ansetzt. Den werden wir gleich testen. Und das Herzstück dieser Box ist, ich stelle die Box mal beiseite, dann ist sie nämlich schon leer,
ist dieses Teilchen hier. Und das ist, deswegen bin ich nicht geschminkt, weil ich wusste, dass das drin ist, Phase Zero, eine Bare Eyeshadow Palette. Das Zwischenwort kann ich nicht lesen. Also, wir haben hier eine Face Palette. Baloo, unser Lieblingsbär aus Kindertagen aus dem Dschungelbuch, wusste bereits, wie wichtig Bär Leute, ich weiß nicht, was das Wort da. Ne? Lest es selber. Wusste jedenfalls, wie wichtig das ist. Und genau deshalb lieben wir den Namen dieser Palette. Mit dem Mix aus matten und schimmernden Lidschattenfarben bist du für jeden Tages- und Nachtlook perfekt gestylt. Und als Sahnehäubchen hat Phase Zero, wie auch immer das gesprochen wird, auch einen Bronzer und einen Rouge beigelegt, was sie zu einer All-in-One-Make-up-Palette macht. Perfekt für deinen alltäglichen Glam. Kostet 39,50. Ist also schon auf der gehobeneren Seite. Ich packe sie mal aus. Das ist sie. Hat ein zurückgezogenes Design, was mir sehr gefällt. In Schwarz-Weiß. Ist beschichtete Pappe. Und das ist die Palette. Hat ein kleines Spiegelchen mit dabei. Hat dann hier quasi den Bronzer und das Blush. Und das sind die Lidschattenfarben. Dieser und dieser sind matt und die restlichen sind Schimmer- bzw. Glitzertöne. Also ich glaube, diese beiden sind Schimmer und diese beiden sind Glitzer. Das sind ja, wie gesagt, die Konturfarben. Ich glaube, da passt sogar mal ein grünes Shirt ganz gut mit dazu. Ich swatche euch die mal. Fangen wir mal an mit diesen dreien hier. Oh, der Glitzerton ist rubbelig. Da merkt man die Glitzerpartikel. Das sind die drei Farben. Hier sind sie geswatcht. Ja. Der Ton gefällt mir sehr gut. Der hat so einen peachy-pinky-Ton. So, jetzt nehmen wir noch mal die anderen drei Farben. Ich mache mal eben hier meine Finger sauber. Die sind, also dieser Silberton ist schon sehr rubbelig, so sind die anderen nicht. Und das sind die drei anderen Farben. Die sind so ein bisschen auf der Nude Seite. Also Pop of Color sind, denke ich mal, diese beiden Farben hier. Die anderen sind schön im Nude-Bereich. So, jetzt gucken wir noch mal ins Blush und in den Bronzy-Ton. Das ist der Bronzer und das ist das Blush. Und dann haben wir sie alle da drauf. Okay, und ich denke, damit fangen wir mal an und versuchen mal einen Look zu schminken. Also, der Lidstrich hält, da verwischt nichts, wenn ich rübergehe. Da kann ich rubbeln so viel, wie ich will, da passiert nichts. Das ist schon mal gut. Okay, fangen wir erst mit den Augen an und gehen dann auf Bronzer. Nee, wir gehen gleich mal auf Bronzer. Also, ich nehme mal hier meinen fluffigen von Budnikowski habe ich den ja, meinen Bronzer. Die Farbe ist kühl. Das ist mehr ein Konturton, als dass es ein Bronzer ist. Ich rosche hier wieder mit meinem Arm an der Borst entlang. Ja. Ja. Passt zu meiner Haut. Lässt sich aufbauen. Ist matt. Aber bringt ein bisschen Wärme ins Gesicht. Ich habe jetzt hier drunter... Ich mache heute einen Pudertest noch, das seht ihr demnächst dann in den Make-up-Quickies in der Serie. Und ich habe meine Guerlain Foundation drunter, vom Farbton her. Das ist ein sehr schöner, zurückgenommener Ton zum Aufwärmen. Wenn man nicht so den Bronzy-Look, sondern nur so ein bisschen Kontur
bisschen Wärme ins Gesicht zaubern will. Zurückgenommen. Gefällt mir gut. Ich nehme mir dann den gleichen Pinsel nochmal als Rougepinsel und gehe mal ins Rouge. Das ist ja so ein bisschen peachy und es hat auch ein bisschen Glow mit dabei. Abklopfen. Können wir ein bisschen mehr vertragen. Es bringt Glow, so einen goldenen Shift. Und als Rouge, es springt eigentlich an als Rouge. Es zaubert ein bisschen Frische ins Gesicht, bringt diesen Glow mit, der auch ein bisschen die Textur betont. Vielleicht habe ich auch ein bisschen zu viel aufgetragen. Aber macht ein ganz schönes Ergebnis, oder? Für einen Natural Look, für einen Tageslook. Schön. Ich muss mal eben kurz meine Nase beschneuzen. So. Und jetzt gucken wir mal, was wir mit den Farben machen. Ich denke, ich fange für die Lidfalte mal mit diesem Ton an. Der ist matt. Und gehe mit einem fluffigen Pinsel da mal rein. Nimm gut Farbe auf. Und gehe mal ein bisschen auf das unbewegliche Lid. Ja. Ich habe hier im Moment ein bisschen trockene Stellen auf meinem Augenlid. Das habe ich von Zeit zu Zeit mal. Gerade hier vorne so in den Bereichen, aber das ist okay. Ja. Okay, machen wir das mal auf dem anderen Auge auch. Man hätte wahrscheinlich auch mit dem Bronzy-Ton, also mit dem großen hier in die Lidfalte gehen können. Dann wäre es jetzt nicht gleich so orangin gewesen, wenn man es ganz dezent hätte gestalten wollen. Aber wir wollen ja die Lidschatten ausprobieren. Okay, die lassen sich gut blenden. Die lassen sich aufbauen in der Intensität. Ich gehe mal mit dem Bronzy-Ton noch ein bisschen darüber. Ja. Okay. So, und jetzt sind wir ein bisschen mutig und jetzt gehe ich mal hier in diesen dunklen matten Ton. Nehme mir so einen etwas weniger fluffig gebundenen von Ebelin. Ist das, ich glaube, die gibt es nicht mehr. Das ist so eine alte Edition. Die alten Ebelin-Pinsel waren da ganz cool. Und gehe mal mit dem dunklen Ton hier so in die Lidfalte. Okay, erstmal tupfend, weil mein Lid sich ja schon so ein bisschen in Falten legt. Und wir wollen ja hier kein Streifenhörnchen auf dem Auge haben. Und ihr seht, das ist schon so ein bisschen Streifenhörnchen entstanden. Versuchen wir mal blenden. Ja, funktioniert ganz gut. Ein bisschen verdunkeln. Also, der erste Auftrag vorsichtig. Zum wegen des Blendens. Also bei einem, mein Lid ist tatsächlich beweglich, ne, weil es lässt sich hin und her schieben. Da entsteht dann halt schnell mal ein Streifenhörnchen auf dem Lid. Da muss man mit so einem Ton ein bisschen vorsichtiger sein. Der lässt sich nicht ganz so fluffig blenden. Also mehr tupfen am Anfang und dann streichen. Aber schön. Das ist ein schöner, warmer, dunkler Braunton. So. Reicht zum Vertiefen.
Ich gehe damit jetzt auch mal noch mit den Resten, die ich am Pinsel habe, mal an den unteren Wimpernkranz. Gulks. Ihr seht, da ist immer noch genug am Pinsel dran, um das am unteren Wimpernkranz auszusoften. Okay. Dezent. Naja, dezent, ne? Was für mich so dezent ist. Okay, und jetzt gehen wir mal mit einem... Ich habe 3 zur Auswahl. Ich werde nicht das Silber nehmen. Das war mir schon vom Gefühl her sehr... Da merkte man die Glitzerpartikel. Wir haben ja das, das und das. Mit einem dieser 3. Das Rosa wäre schon schön, passt aber nicht unbedingt zu meinem Shirt. Deswegen... Ich werde mal in diesen Ton hier gehen. Die haben schon Glitzer, ne? Also ich weiß nicht, ob das jetzt hier so rüberkommt. Die haben schon einiges an Glitzer. Ich trage den mal mit einem Pinsel auf, um zu gucken, wie es mit dem Pinsel funktioniert. Welchen nehmen wir denn hier? Den. So einen flach gebundenen. Dann gehe ich mal in diesen Ton hier. Der nimmt auf. Trägt das schön drauf. Mal gucken, wie es ist mit dem Finger. Da bekomme ich ein bisschen mehr Pigment gegriffen. Das ist ein schöner Schimmerton. Der rundet, der passt gut zu den anderen beiden Farben. Der rundet das wirklich gut ab. Das gefällt mir gut. Für so einen braunen, nudigen Look ist das echt schön. Jetzt werde ich nochmal, ich nehme mal den Finger, mit dem war ich da schon drinne, in diesen rosa schimmernden Ton und den einfach nur mal... Okay, das setzt sich jetzt nicht großartig ab. Also da sieht man jetzt nicht so unbedingt den Unterschied. Aber das muss ja auch nicht sein. Aber ein bisschen, doch ein bisschen... Verändert er den Shade. Okay, ich gehe mal mit dem nochmal hier rein. Nochmal ein bisschen blenden. Und dann war's das. Dann ist der Look soweit schon fertig. Wir könnten nochmal mit einem... Hier gar keinen angeschrägten drin. Das ist ein angeschrägter, aber ich weiß nicht, ob der funktioniert. Hier, jetzt sowas. Sowas suche ich, so ein Smudger. Und dann gehe ich mal hier in diesen Kupferton rein, in diesen glitzernden Kupferton. Okay, der glitzert halt sehr stark. Da bringe ich mir jetzt ein bisschen Sparkle an den unteren Wimpernkranz, ist dafür aber nicht wirklich geeignet. Nee, der ist dafür nicht wirklich geeignet. Der ist mehr für auf das Lid drauf. Dann haben wir sie alle gemischt, ne? Auf dem Lid so ein bisschen noch. Okay. Gefällt mir gut.
Hat den Test bestanden. Mal gucken, wie häufig ich zu dieser Palette greifen werde. Aber gefällt mir gut. Dürfte auch für jeden Typ was dabei sein. Also ich glaube, das ist eine sehr breit aufgestellte Palette, was zu Hauttypen und sowas passt. So, jetzt nehmen wir nochmal den Eyeliner. Den testen wir jetzt auch nochmal aus. Mal gucken, wie der sich so verhält. Gerade wie er sich auch auf diesen Lidschatten, die glitzern und funkeln vor sich hin. Gefällt mir gut. Oh ja. Damit kann ich einen sehr feinen Lidstrich ziehen, wenn ich mal so kein Wawawum haben möchte, sondern nur so ein bisschen verdichtet am Wimpernkranz. Der malt wirklich sehr fein. So einen feinen Lidstrich kriege ich mit meinem Tattoo-Liner von KVD nicht hin. Mal sehen, wie es auf der Seite funktioniert. Malt sehr gut, auch auf diesem Glitzer-Lidschatten. Und da bin ich jetzt gerade ein bisschen abgerutscht. Ja. Okay, jetzt bin ich ein bisschen breiter geworden, weil ich es mal wieder vergeigt habe auf dieser Seite. Das heißt, ich muss hier noch mal ein bisschen verstärken. Jetzt lässt er in der Farbintensität ein bisschen nach. Aber das ist halt das Problem, wenn die mit so Glitzerlidschatten in Kontakt kommen. Dann lässt die Farbintensität ein bisschen nach. Dann einfach nochmal abstreifen und neu auftragen. Oder noch eine zusätzliche Schicht drauf. Aber er ist nicht tiefschwarz. Er kommt nicht tiefschwarz rüber. Mit diesen Lidschatten jedenfalls nicht. Wenn ich andere Lidschatten verwende, ist das vielleicht was anderes. Das war mein erster Auftrag hier. Er wird tatsächlich ein bisschen heller. Er ist nicht tiefschwarz, was per se aber jetzt erstmal nicht schlecht ist. Oder nicht schlimm ist. Für so eine Verdichtung ist es manchmal auch ganz nett, wenn es nicht ganz so schwarz ist. Okay, ich werde jetzt nochmal eine Mascara auftragen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, mein Look ist fertig. Ich habe mir gerade noch ein bisschen Fix Plus drauf gesprüht. Das ist mein fertiger Look und ich muss euch ganz ehrlich sagen, mir gefällt das Augen-Make-up richtig gut. Schönes Produkt in der Goodie Box, gefällt mir sehr gut. Ein bisschen schwächelt der Lidstrich, der Eyeliner auf dem Lidschatten. Aber wenn ich einen Wawawum Eyeliner haben möchte, habe ich meinen Tattoo Liner. Für einen, der so ein bisschen abgemildert ist, nur zum Verdichten des Wimpernkranzes, finde ich den sehr schön. Es gefällt mir gut. Ich habe jetzt eben auch gerade festgestellt, ich habe ja noch meinen Lippenbalsam auf den Lippen gehabt. Den habe ich jetzt auch gar nicht runtergenommen. Habe nur einen cremigen Lidschatten drüber gesetzt. Lippenstift. Und es fühlt sich gut an. Das fühlt sich nicht an, als ob das hin und her rutscht. Es fühlte sich auch schon ganz gut eingezogen ein, hat mir auch ganz gut gefallen. Die Gesichtsmaske werden wir testen. Und den Hand Sanitizer. Jo. Fürs gute Gewissen vielleicht, sagen wir mal so. Ich glaube nicht wirklich an die Wirkung. Und dann haben wir ja noch die Starskin-Maske. Kleiner Fehler von mir, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Die Starskin-Masken, die ich bisher hatte, waren schön. Die haben mir gut gefallen. Und jetzt werde ich dieses Produkt auch mal ausprobieren. Also mir gefällt diese Box sehr gut für die erste Box. Mal gucken, was da noch so kommt. Und es ist mal was anderes als in den anderen beiden Boxen. Ja. Wenn euch die auch interessiert, wie gesagt, ihr habt einen Code in der Infobox, den ihr nutzen könnt,
so einen Freundschaftscode, 50% auf die erste Box, probiert es mal aus und dann können wir mal so ein bisschen in den Austausch treten. Mir gefällt dieser Look mit der Palette sehr gut. Also ich habe jetzt einfach als Mascara die von Trended abgenommen. Das ist ja so meine aktuelle Alltagsmascara, mit der ich zufrieden bin. Die macht keinen riesen Wawawum, aber sie betont die Wimpern schön. Also mir gefällt dieses Augen-Make-up wirklich ganz gut. Dieser Look gefällt mir echt gut. Ja, und damit verabschiede ich mich für heute und wünsche euch eine schöne Zeit. Und mal sehen, was in der nächsten Goodiebox ist. Ich werde berichten. Also bleibt gesund und bis bald auf diesem Kanal. Tschüss aus Hamburg.